In dem Video zeige ich dir, wie du mehr Beweglichkeit in die Füße bekommst, indem du intensiv die Fußsohle dehnst. Warum das so wichtig ist und wie du das machst, lernst du in dem Video, also bleib dran. Ja, an dem Bild erkennst du sehr schön, dass unser Fuß hochkomplex ist. Es geht jetzt nicht darum, alle Muskelgruppen, Bänder und Knochen kennenzulernen, sondern einfach mehr Verständnis für die Füße zu bekommen. In unserem Alltag laufen wir zu wenig, die Füße sind eingeschnürt in festen Schuhwerk. Unser Körper kompensiert, wie du das bereits so oft gelernt hast. Ich zeige dir einfach mal dieses Bild. Du siehst hier, was passiert. Wenn ein Plattfuß entsteht, ein Hohlfuß, ein Spreizfuß, ein Knickfuß und jedes Mal gibt es einen anderen Fußabdruck, weil die Fußsohle entsprechend anders belastet wird und nicht mehr richtig arbeiten kann. Kannst du dir die Fußsohle wie so einen Puffer vorstellen, wie so einen Stoßdämpfer, der die Bewegungen im Alltag wirklich ausgleichen kann. Und wenn du zum Beispiel zum Plattfuß neigst, dann hast du automatisch eine Folge, dass die Knie nach innen kippen, die Hüfte versucht zu kompensieren und dadurch ergeben sich verschiedene Spannungsmuster im Körper. Noch ein Bild ist wichtig. Dann geht es direkt zu der Übungspraxis. Das Bild kennst du vielleicht aus dem Faszienkurs. Ich habe dir das mal mit verlinkt. Im Faszienkurs habe ich dir erklärt, warum es so wichtig ist, die Fußsohle auszurollen. Auch das unbedingt üben. Es gibt eine Faszienverbindung von der Fußsohle über die Körperrückseite, Wade, Oberschenkelrückseite bis hoch über den Rücken zur Stirn. Das bedeutet für dich, dass es wichtig ist, den Füßen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und hier in die natürliche Kraft, aber auch in die Beweglichkeit zurückzukommen. Und jetzt möchte ich dir eine Übungssequenz vorstellen, die ich in meinen Kursen regelmäßig übe. Falls du Knieschmerzen hast, empfehle ich dir, das Video nicht zu üben. Stattdessen roll doch bitte die Füße aus. Du bist im Vierfüßlerstand angekommen. Leg dir auch gerne eine Decke mit in die Nähe. Bring die Knie zusammen und setz die Zehen hinten auf. Schau ruhig mal zu den Füßen nach hinten, spreiz die Zehen. Drück Großzeh, Kleinzeh, Ballen in den Boden. Jetzt setzt du dich mit deinem Gesäß auf die Fersen. Falls das nicht möglich ist, leg dir einfach eine Decke unter das Gesäß. Jetzt bleib aufgerichtet, schieb die Krone vom Kopf nach oben. Empfehlung ist auch hier, bring mal die rechte Hand zum Hinterkopf, die linke Hand zur rechten Flanke, um einfach diese Aufrichtung für dich immer wieder neu zu kultivieren und dem Körper daran zu gewöhnen, dass es in die Länge gehen sollte. Atme. Tiefes Durchatmen. Und lass die Dehnung mal ganz bewusst zu in deinen Füßen. Und dann wechsel mal bitte. Rechte Hand an die linke Flanke. Linke Hand zum Hinterkopf. Schultern entspannt nach hinten unten ziehen. Gib den Blick an, atme, spür die Dehnung deiner Fußsohle. Ausatmen, auflösen. Jetzt kannst du einen Schritt weiter gehen. Komm auf den Spann an. Setz dich mit dem Gesäß auf die Fersen. Also wie gesagt, wenn du Knieprobleme hast, lass das weg und roll stattdessen die Füße aus. Du könntest dich jetzt auch auf eine Decke setzen zum Beispiel, wenn dir das zu viel Spannung ist im Schienbein oder im Spann, leg dir einfach eine Decke unter, könntest du auch eine Decke unter das Gesäß legen. Bleib aufgerichtet, atme, zieh die Ohren über die Schultern, nimm die Dehnung wahr, hast jetzt den Spann gut gedehnt und jetzt wirst du auch die Schienbeinmuskulatur dehnen. Bring mal die linke Hand ans linke Knie und zieh dein linkes Knie leicht nach oben. Atme. Sollte für dich so ein Wohlfühlschmerz sein, ausatmen, zurück. Die rechte Hand an dein rechtes Knie nach oben ziehen. Und wieder zurück. Spann die Bauchdecke an, Hände an die Hüften. Das nächste muss dir nicht gelingen, aber du kannst es gern mal ausprobieren. Körpermitte stabil
Und jetzt kannst du dich ganz leicht nach hinten lehnen und löst die Knie, atme. Tiefe Atemzüge. Und dann atmest du aus, löst auf, geh zurück mit mir in den Vierfüßlerstand, Liegestütz, herabschauender Hund. Und jetzt einfach zum Abschluss nochmal die Fersen Richtung Boden ziehen. Und dann lauf mit deinen Füßen in die Mitte deiner Matte, Hände Richtung Füße, beug die Beine, komm bequem zum Sitzen. Das Ziel dieser kurzen Übungseinheit war es, dass du deinen Füßen mehr Aufmerksamkeit schenkst, dich mehr bewegst, mehr barfuß läufst, auf dein Schuhwerk achtest und auch gern diese Übungen mit in die Yoga-Praxis zu integrieren. Ich habe für dich weitere Übungsvideos zusammengestellt, einmal die Füße ausrollen im Faszien-Yoga, aber auch die Füße zu aktivieren durch verschiedene andere Übungen. Und auf dieser Seite kannst du den Kanal abonnieren. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Hab einen wunderbaren Tag.